Okay, ich weiß, was ich machen muss. Und zwar. Vielleicht erinnert sich irgendjemand noch an Kiki. Das ist der Typ, der dem ich 10 Rubine gegeben habe, damit er direkt drauf geht. So, jetzt ist Kiki gespawnt. Naja. Ich weiß nicht, ob ich die ersten 10 Rubine ihm auch schenken muss. Wait, aber ich habe Angst. Ich glaube, er stirbt direkt. Komm mit Kiki. Ja. So. II, für 100 Rubine öffne ich dir diesen Eingang. Willst du das? Ja, ist also nett. Er springt so ein bisschen da rum. Jetzt kann ich reingehen. Das erinnert mich tatsächlich. An den ersten Dungeon. Was sicher. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es Absicht ist. Das muss ich zugeben. Komm her. Komisches Ding. Okay, das kann man nur von hinten besiegen. Yep. Eine Fee, eine Fee, eine Fee. Nein, warum passiert das? Ich bin jetzt äußerst enttäuscht. Kann ich da jetzt nicht durch, weil der Typ da rumsteht, oder kann ich da insgesamt nicht durch? Ich kann da insgesamt nicht durch, gut. Was bringt das jetzt hier? Achso, das öffnet die Tür. Ja, keine Ahnung, damit gehe ich halt nur in den Raum zurück, wo ich vorhin war. In den Raum zurück. Achso, ich habe wieder volle HP. Uff. Hi. Link, hörst du mich? Ich bin das, deine Zelda. Ich bin im Schildkrötenfelsen oben auf dem Todesberg eingeschlossen. Ich weiß, dass du dein Bestes gibst, aber bitte, bitte beeil dich. Ich warte auf dich ungeduldig. Okay. Ich gehe jetzt mal hier rein. Warum mache ich das? Ich habe es eigentlich fast geahnt. Dass es irgendwie anders geht hier. Okay, Pfeil und Bogen hilft. Komm. Also ich sehe hier ziemlich viel, was zersprengt werden kann. Ich kann mir denken, was das für Typen sind. Die. Also die Grünen bewegen so, sich so, wie ich mich bewege. Zumindest was rechts und links angeht. Oh Junge. Alter! Okay, wie ich den roten besiege, weiß ich echt nicht. Ah, das ist jetzt aber genau der, den ich besiegen muss. Alter. Ich habe eine Idee. Nice. Die Seite sieht irgendwie aus, als könnte ich die zerstören. Kann ich aber bestimmt nicht, oder? Yep.
Was ist das? So, als erstes wähle ich den Bogen aus. Komm her. Du darfst das sterben. Okay, ist mir egal, ob du stirbst. Alter! Ist ja in die andere Richtung auf einmal. Jumpscare. Uff. Die geben mir auch mal Hits, okay. Ran? Ich glaube nicht, oder? Ich frage mich ernsthaft, was diese Typen bringen sollen. Bam, 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 bam. Da rüben. Warum verwende ich ständig solche seltsamen Wortkonstellationen? Doch, da drüben scheint es reinzugehen. Irgendwo. Sobald dieses Ding mal weggeht. Ja, manchmal kann man sie hitten, manchmal nicht. Ah, hier geht's wirklich ran. Oh, vielen Dank. Bei den Gottheiten dienen Farore und der anderen. Shit, wie ist die andere? Nairu ist die andere. Dienen Farore und Nairu oder so. Was Nairu? Lol. Jetzt ist die Frage, was ich tun werde. Ich glaube, ich werde erstmal eine Fee konsumieren. Geht das so einfach? Uff, 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 uff. Okay, okay, okay. Ich dachte schon. Darunter kann ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Trick gibt oder so. Hier gibt es einen Trick. Bam, bam, bam. Ja gut. Ist jetzt nicht der beste Trick, aber es gibt auf jeden Fall einen Trick. Da gibt es hier noch ein paar Räume. Nee, gibt's nicht. Zack, tschüss. Kann ich das jetzt so bomben? Sieht nicht so aus, ne? Nur das. Achso, lol. Ich dachte, da kann ich irgendwie runter. Dem ist nicht der Fall. Was tue ich gerade? Zählt das mit der Karte jetzt auch für hier? Ja, zählt es. Ja. Logisch wäre es natürlich jetzt, wenn ich. Hallo. Alter, Link. Link, hallo. Link. Danke. Nee, logisch wäre es natürlich jetzt, wenn ich da. Lol. Mir fällt gerade was auf. Aber das lässt sich vielleicht lösen, indem ich erstmal hier lang gehe. Ist hier noch irgendwo ein Herz drin? Ja, hier ist eins drin. Die erinnern mich auch wieder an irgendwelche Mario-Gegner. Aber ich versuche, also ich finde immer viel zu viele Assoziationen zu irgendwas anderem. Man sollte das Spiel als eigene, als was Eigenes betrachten.
Yep. Genau, das sollte man. Beziehungsweise ich. So, kann ich das irgendwie ansprechen oder so? Zack, 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 zack. Nope. Oh Junge, das sind die. Das sind die Schildkröten. Wie heißen die Teile? Jetzt fällt es mir doch glatt nicht ein, wie die heißen. Ich meine, keine Koopas. Null. Kann ich wieder lang springen? Bekomme ich jetzt endlich dieses Sprung-Item? Das wäre wirklich cool. Ja. Zack. Alles klar. Spröder Boden und ich renne einfach so drüber. Je schneller, desto besser. Zack. Ja. Das kann ich verschieben. Und mir schließt sich nicht gerade nicht, was ich da gemacht habe. Ich glaube, man muss es ziehen, das ist der Witz. Nope. Ich besiege lieber erstmal alle. Junge. Ich will an dieses Herz rankommen, Junge. Das wird wahrscheinlich nichts mehr. Na toll. Junge, jupp. Hier scheint es nicht lang zu gehen. Fürs Erste. Jetzt bin ich erneut überfragt. Ich bin wirklich zu oft überfragt, aber. Sag mal, das ist ja doch der Trick des Jahres. Okay. Damit kann ich den irgendwie steuern? Nee. So, ich muss ganz objektiv an die Sache rangehen. So schon mal nicht. Was ist der Trick bei den Typen? Das schon mal nicht. Wait. Ja, ja. Naja. Der Boden, also dieses Underlay, kann man das sagen? Auf jeden Fall der Hintergrund da lässt darauf schließen, dass ich da runter kann. Und ich habe sogar einen Schlüssel und kann jetzt hier rein. Als ob, Junge. Als ob. Der Master Key.